Abraham, verehrte Kolleginnen und Kollegen aus vielen Ländern dieser Welt, liebe Kolleginnen und Kollegen der Parlamente, lieber Kollege Josef und nicht zuletzt, liebe Bäuerinnen und Bauern, sehr geehrte Gäste. Ich freue mich, Sie in diesem Jahr erneut als Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Agrarschutz begrüßen zu können. Vor einem Jahr stand ich hier als die Neue. In diesem Jahr gehöre ich im Kreis meiner europäischen Kollegen mittlerweile schon zur dienstälteren Hälfte. Können Sie sich an letztes Jahr noch erinnern?